Mein Tier, deine Puppe leben Haus an Haus. Wenn die sich unterhalten, kommt Folgendes bei raus. Ba, 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 ba. Mein Tier, deine Puppe leben Haus an Haus. Wenn die sich unterhalten, kommt Folgendes bei raus. Also ich fand diesen einen Jungen gerade so hervorstechend, der direkt so mit Zischlauten mitgemacht hat. Und das war auch rhythmisch sogar passend zu dem, was ihr vorgegeben habt. Ne? Und es war anfangs noch so ein bisschen unsicherer da drin. So ganz am Anfang, das fing ja relativ früh an und wurde immer klarer und sicherer. Mhm. Und hat dann, ist damit auch richtig umgegangen. Und das war so seine Art, darin einzusteigen. Wahrscheinlich hat er irgendwo schon mal sowas, wir haben so gedacht, auch vielleicht so Beatboxing oder sowas gehört. Und dann irgendwie so da angefangen mit, genau. Das war dann sein Pattern. Und dann ist es eben auch gut, dieses Pattern in irgendeiner Weise zu integrieren. Das heißt nicht, dass dann jeder alles machen muss oder so, sondern dass man einfach guckt, wie kann das Pattern seinen Platz finden. Also er stand dann quasi im Fokus. Ich glaube, der hat das auch gespürt. Er sah aber zufrieden aus und sicher in dieser Rolle. Mhm. Und er ist dann ja mit den Erwachsenen auch irgendwo auf Augenhöhe. Ja, und das ist spannend, dieses sich sicher fühlen. Also es gibt ja, wir hatten vorhin mal diese Situation, wo man eigentlich gar nicht etwas vorsingen möchte. Und das war eben hier ganz anders. Also hat man gemerkt, der fühlt sich zu Hause und probiert gerade was aus. Und das ist okay so. Für ihn und damit auch also für die ganze Gruppe. Und das ist ein ganz wichtiges Moment, damit da einfach immer mehr passieren kann. Auch. Mein Tier, deine Puppe leben Haus an Haus. Wenn die sich unterhalten, kommt Folgendes bei Haus. Mein Tier! Ba, 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 tsch, tsch, da, ba, da, 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 ba, ba. Deine Puppe leben Haus an Haus. Wenn die sich unterhalten, kommt Folgendes bei raus. Ba 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 da ba da ba da ba 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 ba. Mein Tier, deine Puppe leben Haus an Haus. Wenn die sich unterhalten, kommt Folgendes bei raus. Ba 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 ba. Ich als Beobachter habe das so ein bisschen als Spiel wahrgenommen, so dass ihr, wenn jetzt auch keine Töne oder Metren oder so von den Kindern kamen, dass ihr dann die Körperhaltungen der Kinder teilweise eingenommen habt, also euch auch auf die Erde gelegt und die Hände aufgestellt habt und die Mädchen in dem Fall dann gesehen haben, so, oh, okay, wir sind hier eine Gruppe. Aha, das bedeutet, wir können, wenn wir so liegen, legt sie sich auch so hin. Und dadurch ergab sich dann was und da kam dann so eine Dynamik, als dann Jean zum Beispiel diese Handbewegung noch gemacht hat. Und dann sah man die Mädchen so fast automatisch diese Handbewegung mitmachen. Ja, das heißt, sie ist in dem Moment mit dem Hinlegen, ist sie natürlich jetzt von außen betrachtet mit auf ihre Ebene gegangen und hat die Körperhaltung eingenommen und konnte aber von jetzt aus der inneren Perspektive, hat sie auch den gleichen Blick gehabt wie die Mädchen. Also sie war wirklich in ihrer Position und dadurch dieses sich angleichen und in eine gleiche Haltung oder vielleicht sogar in den gleichen Affekt zu gehen, kann natürlich ganz viel entstehen. Wenn die sich unterhalten, kommt Folgendes bei raus.
Also ich fand das auch so interessant, wie diese Jungs dann, die dann auf der Stelle gerannt sind, das hatte ja voll dann vom Boden in die Bewegung und ja. in die Aktivität gebracht. Und da waren die ja auf einmal voll mit dabei. Mhm. Also vorher waren sie vielleicht auch schon mit dabei, indem sie dann beobachtet haben. Mhm. Aber da waren die ja voll mitgerissen, das war irgendwie so ihr Ding. Wir haben in der Stunde, ehrlich gesagt, hatten wir keinen gezielten Plan, weil wir diese Kinder vorher noch nie gesehen hatten. Okay. Und deshalb ist natürlich dieses Vertrauen aufbauen auch so wichtig. Also dass man irgendwie erstmal so eine Ebene schafft, dass die Kinder auch wissen, wir dürfen hier mitmachen. Und das darf hier so stattfinden, wie wir es sonst auch kennen, obwohl das plötzlich ganz andere Erwachsene sind, die wir noch nie vorher gesehen haben.